Weiter geht's mit den Road to WrestleMania von CM Punk. Ich bin also jetzt quasi der Manager von Tommy Dreamer und pass auf, dass er nichts abbekommt. Oder nicht irgendwie übers Kreuz gelegt wird. Don't waste. Ich zeig mir, was ich don't waste. Skip dich weg. Penner. Die Frage, stehe ich jetzt beim Einzug auch neben Tommy Dreamer? Er hat einen schönen Titel und accompanied by CM Punk. Ich stehe tatsächlich da hinten. Ich applaudiere auch noch. Na klar. Tommy Dreamer. Alles klar. Wie sollen wir das denn jetzt hier machen? Erstmal mache ich dich jetzt weg, würde ich sagen. Ist das eigentlich erlaubt? Guck mal, jetzt hat man ja auch meine Waffe raus. Jawohl. Warte mal, wenn ich jetzt eingreife. Kann ich überhaupt irgendwie eingreifen? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Oh, das tut weh. Was ist denn das jetzt hier für ein Match? Kann ich irgendwie Einfluss drauf nehmen? Was ist denn das hier echt jetzt? Ich kann nichts dagegen machen. Und wie sorge ich dafür, dass er gewinnt? Okay, das ist jetzt schlecht. Tommy Dreamer, du gewinnst besser. Sonst bin ich sauer. Oh oh. Hör mal, was konnte denn jetzt so oft? Oh, oh. Hey, Morrison, was soll denn das jetzt? Also, jetzt wird lächerlich. Ne, okay, der konnte die ganze Zeit überlassen. Was sagen. DQ? DQ? Naja, Tommy Dreamer hat gewonnen, also habe ich mein Ziel erreicht, oder? Was ist jetzt hier der Plan? Aua, ey! Friendly Fire, mein Freund. Finisher. Muss das sein. Ach so, Signature Move. So führt man den Signature Move aus. Alles klar, verstehe. Okay, das ist cool. Alles klar. Ist das jetzt hier, oder? Was mache ich denn mit dem? Ja, ein bisschen Druck. Jawohl, ein bisschen knacken der Rücken und die Arme, jawohl. Wie geht das Ding jetzt hier aus? Und der Rücken wird geknackt. Ja, wunderbar. Ja, Rücken knacken. Oder besser gesagt, Beine, aber das ist ja egal. Huch. Neckbreaker. Ey, lass mal vom obersten Seil. Das geht ja hin. Das geht ja hier überhaupt nicht. Sowas. Lass das sein. Oh, huch. Dann nehmen wir die Puste aus. Ich lege mich mit beiden an jetzt. So, Finisher-Zeit. Go to sleep. Und tschüss. Oh, der blutet. Du Scheiße. Na, also wisst ihr, wir hier. Teamarbeit, jawohl. Was ist denn jetzt hier das Ziel? Könnt ihr mir das mal erklären? Warum pinten? Tommy Dreamer, ich finde dein Engagement super, aber ich glaube nicht, dass du den pinnen solltest. Also, ja. Wie geht's jetzt hier weiter? Ach so, oh, okay. Erst prügelt man sich die Nase blutig und jetzt gibt's eine Zwischensequenz. Lieb ich. Dreamer and Punk seem to be getting the better of Burke and Morrison. Geil. Raus mit dem. Oh. Der flieht auch. Oh. Feigling. Oh. Punk might have been thinking about doing something there. Dreh Punk niemals den Rücken zu. Er weiß, wo du landest. Wer weiß, wo du landest. Okidoki, das hätten wir geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Bonussache erfüllt habe. Scheinbar nicht, aber ist ja auch egal. Wir spielen ja nicht, um Wrestler freizuschalten, sondern einfach nur, um die Story zu erleben. Story. Royal Rumble. Machen wir das noch, ja, ne? Pay-Per-View, Titelkampf. Ach, jetzt weiß ich ungefähr, wo wir sind.
Mit der originalen Musik, das ist ja geil. Das ist cool. St. Louis. Irgendwo. CM Punk ist Gold. Doesn't sound like an ECW original talking to me. Why? Because I don't want two talented superstars maiming each other. Das ist ja wunderbar. Lass mal auf die Mütze einen geben. Confrontation, that's for sure. And Dreamer's ECW Championship is on the line. We'll see that match and many others tonight. Wir sind beim Royal Rumble. Das heißt, es fehlen noch zwei Pay-per-Views. Und dann ist schon WrestleMania. This is the big time, Punk. Given everything you got, you're good. But we're about to find out if you can go extreme with me, the innovator of violence. Okay, es ist Zeit. ECW Championship Match. Wie hoch ist die Chance, dass dass John Morrison und oder Elijah Burke nicht eingreifen? Ich sag, die Chancen stehen nicht gut für uns. Okay. Ladies and Gentlemen. Jetzt wird gekloppt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich direkt den Titel gewinne. Hier wird es gleich knallen. 100%. Das rieche ich. Lass mich mal hier raus. Ich hole mal ein paar Accessoires. Ne, nee, den Stuhl möchte ich nicht. Nein, lass mal den Scheißstuhl mal weg hier, Mann. Das ist auch Stuhl drunter, oder? Nee, oh, Vorschlag mal. Bam! Oh, mal durchatmen, ne? Vielleicht wollten. Oh mein Gott! Ja, CM Punk ist sick. Jetzt kommt der Go to Sleep. Bam. CM Punk, jawohl. Sound ist so geil. Was ist jetzt hier drunter? Ah, ja. Stacheldrahtding. Komm, komm mal hier hoch und auf den Kopf. Das ist der Oberkörper. Und der nächste Gold ist gut. Bam! Reicht das schon? Nee, ne? Würde mich sehr stark wundern. Lol. Schon gewonnen? Nein. Lol. Lol, wir sind echt Champ. Geil. Oh, das ist nicht so geil. We have medical personnel out tending to Tommy Dreamer. Oh shit. Was ist das für ein Cliffhanger? Das war nicht nett. Okay, scheinbar, ich habe nichts gesagt, wir sind Champ geworden. Okay. Und so einfach wird man den Champ. Das ist ja okay, ne? Warum nicht? Nashville, Tennessee. Gut, also ich halten wir fest, Road to WrestleMania ist schnell durch. Peng, peng, peng. Watching ECW Live, we have a new ECW champion. Meanwhile, Tommy's still in the hospital with a puncture. Tommy Dreamer. Shouldn't have happened. There's always a risk in extreme rules matches, Taz. You know that. But it was a great contest. Ja, großartiger Kampf. Do whatever you want, Joey. I got something I need to do. Was musst du erledigen? Where are you going? Hä? Wo geht denn der hin? Er hat was zu erledigen. Scheiß auf meinen Beruf. Ich gehe erstmal weg vom Computerpult. Na klar. The fuck? Sehr interessant. Was kommt denn jetzt? At Royal Rumble, a superstar got hurt. My good friend and ECW original Tommy Dreamer. And I am sick and tired of this happening time after time. Okay.
You people love Extreme Rules matches? Well, I'll tell you what, it takes a huge toll on us. It's the single reason I had to retire. When a superstar is injured, it's bad for business, and my family doesn't like that. Das kann ich mir vorstellen. Thanks to Taz's concerns, I'm hereby abolishing extreme matches. Effective last week. Huh? That means CM Punk's win at Royal Rumble is negated. And I need him to come out right now to relinquish the ECW championship. Na klar. What, that's it? Sorry, CM, no more title? You're too extreme for ECW? Unfortunately, yes, but... Was soll denn da? Oh, das war nicht gut. Okay, Elijah Burke wieder verkloppen. Es gibt nichts Angenehmeres. Oh ja. Warte mal, ist kein Ref hier, ne? Warte, wieso ist kein Ref hier? Matchregeln? Die Q ist aus. Wunderbar. Der Kamerawinkel, ja, der ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Heilige Scheiße. Bam. Und bam. Zu extrem für ECW. Ich glaube, die Spinner kommen jetzt hier. Bam. Na, kann schon nicht mehr? CM Punk, jawohl. Und bam. So. Da geht noch was. Komm, hol mal ein kleines Stühlchen hier raus. Achso, nee, das ist der Hammer. Das geht auch. Scheiß drauf. Oh, huch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das war schmerzhaft. Ich kann auch ausweichen, du Penner. Warte, man kann Griffe machen mit den Dingern? Tatsächlich? Das probiere ich gleich mal aus. Heilige Scheiße. Das wusste ich ja gar nicht. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, okay, die brauchen aber mega lange. Ey, was ist denn das für eine Kombination? Aua. Okay, der ist ein bisschen sehr aufgepumpt gerade. Steh auf, mein Gott. Robbery. Achso, der kennt Rap. Oh, ich hasse Submission. Ich komme da mal so schwer raus. Ich hab's geschafft. Ich bin eine Maschine. Bam. So, jetzt mein Freund. Jetzt probieren wir mal was aus. Jetzt schwöre ich dir aber. Los, das geht. Okay, Griffe mit Waffen ist ja sehr brutal. Scheiße. Bist du wohl jetzt mal hier? Oh, oh. Liegen sollst du bleiben. Komm hoch, ich gebe dir einen Finisher und wir beide gehen nach Hause. Und bam. War's das? Immer noch nicht. Doch, das war's. Okay. Meine Güte. Muss ich den erst so hart verdreschen? Jetzt zischt er einfach ab. Elijah Burke maliciously attacked and ejected CM Punk. Komm doch rein. Punk put it on himself with his actions, Joey. When did you turn state's evidence anyway, partner? Staatsanwalt. Okay. Meine Güte, hier geht's aber ab. Okay. Ich glaube, 12 Wochen sind das pro World WrestleMania. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Kann durchaus sein. New Orleans. Oh, New Orleans. Da fühle ich mich wohl. Da fühle ich mich wohl. Ja, skippen wir. CM Punk. Jetzt wäre es mal gespeichert, habe ich schon. 47 Tage. Nee, okay, das kommt vielleicht nicht hin.